Ich denke, wenn ich jetzt schon drehe und drehe, dann drehe ich einfach mal weiter mit meinem heutigen kompletten Ablauf. Und zwar möchte ich heute was zu Braun sagen. Ich bin ja, also von Natur aus, es sieht ungefähr eigentlich so aus, was mir die Natur mir geschenkt hat. Und es passt eigentlich ganz gut in mein Gesicht. Wenn ich so arrogant sein darf, ich habe viele Komplimente bekommen. Die sind zwar jetzt nicht solche richtigen damenhaften oder so, aber sie passen ganz gut und sind relativ ja, in meinem Gesicht gut aufgehoben. Natürlich geht es auch hübscher, das will ich gar nicht sagen. Ich bin aber zufrieden damit, mit dem einzigen Ding wahrscheinlich. Ich zupfe sie fast jeden Morgen, insofern Tageslicht da ist, im Sommer also demnach häufiger als im Winter. Und früher hatte ich dünne Augenbrauen mir gezupft. Ey Leute, es sieht nicht aus. Ich finde, das steht so als vielleicht zu einem Gesamtstyling von einem Gothic-Typ, sieht das vielleicht cool aus, aber ansonsten, ich habe noch keine Frau getroffen, an der es mir gefallen hätte. Daher, wie konnte ich es tun? Es sah dann auch immer schräg aus, weil ich viel mehr gezupft habe als überhaupt nötig. Und ich habe ja ein rundes, dickes Gesicht. Da sieht sehen dünne Augenbrauen, also ganz ehrlich. Tut mir leid für alle, die es schön finden. Ich finde es grässlich. Und ich wäre sogar dankbar, wenn ich noch ein bisschen mehr Braun hätte als jetzt. Und daher, um das hinzubekommen, habe ich mir das Browset zugelegt. Beziehungsweise ich habe so nur nebenbei diesen Effekt entdeckt, dass es in Braun gehe, gefärbt. In einer Farbe. Ich habe zwei. Das ist Show Off. Und dann habe ich noch Dress, den gibt es aber nicht mehr, der ist ziemlich rot. Die gibt es in vielen Farben, für blond bis eben dunkelhaarig. Ich habe gehört von P2 oder P2 gab es wohl mal Alternativen, aber soll es wohl nicht mehr geben. Ich weiß auch leider bis auf Benefit sonst, aber Benefit ist zigfach teurer als das. Also das kostet, ach, keine Ahnung, weiß gerade nicht, 16 Euro. Eine riesen Tube, denn davon verbraucht man echt super wenig. Ich denke, da ist sogar mit 8 Gramm, ich glaube, das ist sogar mehr drin als in der Mascara und das sieht aber auch wirklich wie eine aus. Und dieses Ding macht nicht nur die Brauen schön, denn es hat zwei coole Tricks auf Lager. Also, sieht, ne, mit Wimpernspirale, da ist dann dieses Gel drauf, das ist auch gar nicht schwer. Theoretisch, ne, einfach mal drüber gehen. Und jedes einzelne Haar damit benetzen. Das wäre so eigentlich das Basic, was man damit machen kann. Was man auch machen kann, ist so ein bisschen doller drücken, sodass es auch auf der Haut malt. Dann werden die Brauen so ein bisschen satter und dicker. Was man aber jetzt noch damit machen kann, ist, wenn man eine schmale Brauen hat, sie einfach dicker machen. Denn um unsere Brauen herum sind ja lauter Härchen, die man eigentlich gar nicht sieht. Und wenn wir die bei mir hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn man die da drüber auch noch damit benetzt. Okay, das wird jetzt nicht gerade hübsch. Aber man kann das schon hübscher zaubern. Ihr bekommt dann eine dickere Braue. Denn es benetzt die Dinger. Es sieht dann natürlich nicht aus wie eine gemalte Braue. Wer darauf steht, es gemalt zu haben, ich mag es nicht. Ich mag es lieber so ein bisschen haarig, natürlich. Und das Zeug kann auch die Braue so ein bisschen verlängern, wenn ihr das so, ne, so ein bisschen malt. Nehmt euch die Zeit und ja, es geht auch hübscher, ja. Aber ihr seht, im Vergleich zu der, es ist deutlich dicker. Also wer so ein bisschen unglücklich mit seiner Braunstärke ist, kann damit so ein bisschen variieren. Und der dritte, das dritte, was ich als Tipp, okay, die sind hier so einigermaßen gezupft, aber an einem Tag, wo ihr euch die Brauen zupft, geht einfach mit dem Gel hier so drüber. Da ist jetzt nicht viel. Aber es wird nämlich auch die ganzen Härchen benetzen. Und ihr könnt die dann, wenn ihr sie zupft, viel besser finden. Ihr seht sie dann, zupf. Weil sonst braucht man ja bestimmte Lichtverhältnisse. Ich drehe mich dann immer. Oh ja, jetzt sehe ich sie. Und damit macht ihr sie sichtbar. Sieht natürlich jetzt nicht elegant aus, könnt ihr aber sofort abwischen und dann ist es wieder gut. Daher mein, wirklich. MAC hat ja viele nette Sachen, aber MAC hat auch fantastische Sachen. Das ist unter anderem dieses. Da ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis super. Leider haben sie, glaube ich, für Blondinen einen ganz schönen Ton aus dem Sortiment genommen. Das ist nicht gut. Aber vielleicht werdet ihr trotzdem fündig.
Sonst gibt es ja auch noch klares Gel, das gibt es auch von zig anderen. Das macht dann halt so eine natürliche Braun, macht so ein bisschen dunkler als sie ist, aber damit könnt ihr natürlich nicht die Braun stärker machen und auch natürlich nicht eure Zupfhärchen sichtbar machen. Also, einer Tipp von mir, kaufen. Ciao!